Deadline Entertainment. Vor Gordon Key. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play auf meinem Channel zu Air Memory of Old. Ja, ich beginne das Let's Play am 21.06.2020, beziehungsweise ich nehme es dann auf. Das Spiel ist übrigens am 25. Oktober 2017, sonst habe ich mich schon korrigiert, rausgekommen. Genau, 2017 war es. Und wir fangen einfach direkt mal an. Auch hört mir zu, ich weiß, dass du dich umsehen möchtest, aber die Pilgerreise ist für das Himmelsvolk von großer Bedeutung. Wie du weißt, sah das Land vor dem großen Zerfall anders aus als jetzt. Statt der Himmelsinsel war das Land eins und die Ahnen bewohnten die Welt. Sie errichteten große Bauwerke, unter ihnen drei Tempel. Hier im Lande der Götter. Deine Reise wird dich zu allen drei von ihnen führen. Etwas ändert sich jedoch. Die Ahnen führten den Zerfall herbei. Das Land zerbrach und hinterließ uns die Himmelsinsel. Die Priesterin Kara betete am Leuchtturm und fand Antwort, die unserem Volk dabei half, die großen Katastrophen zu überleben. Die erste Station eines jeden Pilgers ist Karas Schrein. Also los, Auk. Geh schon. Ich werde hier draußen auf dich warten. Ja, wie ihr sehen könnt, das ist so eine... Wie sagt man, so eine Low-Polygon-Grafik auch? Also so eine einfache. Wenn ich jetzt heranzoomen könnte, ja, man sieht ihr Gesicht auch gar nicht. Also wir sind anscheinend Aug, ne? Und wie soll ich das Spiel überhaupt Let's Play gerade, ne? Am 25.06.2020 gab's das Spiel oder kam das Spiel jedenfalls kostenlos bei Epic Games heraus. Ich habe mich sehr gewundert, als ich das gesehen habe und habe mir dann gedacht, ja gut, dann werde ich die Steam-Version einfach mal Let's Playen, dann kann ich so ein Video dazu machen. Ihr habt vielleicht das Video schon gesehen. Ah, mit A kann ich jetzt springen. Ich habe übrigens vorhin da getestet und gedacht, hä, wie kann man denn die Sprache ändern? Da war immer Englisch und ich dachte so, was? Also ich meine, dabei wird das eigentlich angezeigt, so eine Einstellung hier und der Gameplay war es. Und hier steht die Sprache, aber ich habe das nicht gesehen. Naja. Jedenfalls sehr interessant, also. Dass ich das nicht gefunden habe, erstens. Und zweitens, oh, buckt es ein bisschen herum. Ist auch immer, ich spiele das übrigens mit Xbox One Controller, wie immer, ne? Aber eben, wir spielen die Steam-Version, nicht die Epic Games, weil die Epic Games noch nicht rausgekommen ist. So, hier gibt's etwas zu lesen. Diese Tafel ist verwittert. Ein Teil des Textes ist unleserlich. Im Lande der Götter gab es drei von ihnen. In drei Häusern schlummerte unter ewigen Firmamenten. Was auch immer das sein soll. Ich mag ja solche Spiele sehr, ne? Also Low Polygon, sag ich mal. Ich nenne die einfach Low Polygon, ob das jetzt wirklich low ist, ne? So, ich weiß gar nicht. Wo geht's denn weiter hier? Hier oben direkt oder nicht? Wir gehen einfach mal hier entlang, ne? Sieht zwar aus, als könnte man da auf der Seite auch entlang. Aha. Wobei, ich muss da eh rüber, ne? Ich habe das mal ein bisschen als Let's Play angeschaut. Ich glaube, das waren vielleicht die ersten drei Parts oder so, wo ich mal
so ein Let's Play von dem angeschaut habe. Die Erinnerung an das Licht in unserem Herzen erstrahlt mit Karans Name. Ja, das S steht zwar nicht. Ihre Laterne führt uns und beschützt uns. Als die Welt zerfiel und wir uns Himmelsvolk, also wie es Himmelsvolk wurde. Okay, ich bin ja leider nicht der Profi im Vorlesen, weil ich eine Vorleseschwäche habe, beziehungsweise eine Leseschwäche habe. Ne, darum verzeiht mir. Weil ich es natürlich auch immer versuche, wieder später nachzukommentieren, falls ich es irgendwie nicht so gut vorgelesen haben sollte. Das klingt dann vielleicht von der Stimme ein bisschen anders, weil ich das mit dem Mikrofon dann nicht mit dem Mikrofon, sondern mit dem Headset dann vorlese. Ne? So, ich schaue, dass die Parts so um die 20 Minuten gehen. Vielleicht mache ich noch ein Outro. Na, wer weiß. So, wir können ja jetzt hier nach unten gehen. Vielleicht gibt es hier was Besonderes. Das Spiel geht übrigens nicht so lange, sollte zwischen 7 bis 8 Stunden dauern. Deswegen habe ich mir gedacht, ja gut, ich let's play das einfach mal so weit ich kann. Ne? Ich mache dann auch eben das Video, das am 25. rausgekommen ist. Aber wahrscheinlich wird das Let's Play an für sich sehr lange dauern. Habe ich hier ein so komisches Tattoo, ne? Also sie, jetzt, unser Charakter. Ich habe gesehen, man kann eben hier zum Beispiel immer ausrichten, ne? Schneller rennen habe ich jetzt nicht gesehen. Übrigens, wir werden auch fliegen können in dem Spiel. Ja, das weiß ich schon mal. Und wahrscheinlich ist es ein bisschen storylastig, also es gibt viel zu lesen eben. Was für mich ein bisschen, naja, nicht so schön ist, aber ich wollte das Spiel sowieso mal let's playen und ich dachte mir, wieso jetzt nicht jetzt, wenn es schon auf Epic Games eh rauskommt, dann habe ich auch einen guten Grund. Genau. Betritt die Hallen der Erinnerung, in der Karas Licht erstrahlt. Solange sie lebte, erlosch es nie. Frag, und vielleicht wirst sein Schein dir antworten. Okay. Da sich auch der Hintergrund bewegt, kann ich es leider nicht besser schneiden, falls ich falsch vorgelesen habe. Also fällt es auf. Das tut mir leid. Ah ja, das ist ja so gut gemacht hier. Seht ihr hier überall diese Punkte oder was auch immer das darstellen soll? Es klingt, als würden hier Leute sein und beten oder sowas in der Art. Nähern. Laterne. Und alle stürzt ein, so wie man sie immer kennt. Ja, hier, jetzt sieht man die Leute, die hier am Beten waren. Also, beziehungsweise sind es keine Leute mehr, das sind eher Geister, aber egal. So, die ganze Bude stürzt uns hier ein. Also Bude, ja, ne. Der ganze Tempel oder Höhle oder was auch immer. Sein soll. Krieg ich eigentlich Damage? Ich weiß, das Spiel ist so, dass ich gar nicht sterben kann jetzt gerade. Ich glaube, in dem Moment. Ihr habt auch vorhin gerade gesehen, ne? Ich habe überhaupt kein Gesicht, also unser Charakter. Wie das zittert hier. Oha. Wie soll ich denn da rüberkommen? Nein! Okay, Vollschaden gibt's keine. Anscheinend.
Auch wenn das Spiel zwischen 7 und 8 Stunden gehen sollte, ne? Ich werde wahrscheinlich länger brauchen. Oh, der Flusssee. Ja, es ist halt echt so einfache Grafik, ne? Einfache Textur. Ich mag aber solche Spiele. Gefallen mir sehr. Hoffentlich brennt die Laterne lange genug, um den Jüngern, Pilgern den Weg zu weisen. Kann ich irgendwas mit der Laterne machen? Außer sie ausmachen? Okay. Ach so, er meint ja die obere Laterne natürlich, ne? Waren eigentlich diese komischen Säulen, die aus dem Boden ragen und einfach so auftauchen? Keine Ahnung. Naja, wir kommen jedenfalls raus. Wird geladen. Aha. Das kann ich ja theoretisch ausmachen. Oder ich hab's versorgt. So, hier. Hauk, bist du unversehrt? Den Göttern sei Dank. Geht es dir gut? Was ist darin geschehen? Als die Höhle einstürzte, ging ich vom Schlimmsten aus. Ist das die Laterne? Sonderbar. Die Laterne ist ein antikes Artefakt namens Karanas Licht. Aus irgendeinem Grund leuchtet sie für dich. Das ist das erste Mal seit Generationen. Bewahre sie gut auf. Ich werde hier bleiben und mich im Schrein umsehen. In der Zwischenzeit solltest du deine Pilgerreise fortsetzen. In der Nähe des Leuchtturms gibt es ein Dorf. Folge einem der Papierdrachen. Rede mit deiner. Sobald du angekommen bist, sie wird dir den Weg weisen. Beim Springen verwandeln. Okay. Autsch. Das war das Fliegen. So, jetzt haben wir hier die Karte. Naja. Und das ist die Karte. Ich glaube, das ist sogar die komplette Karte. Also, können wir jetzt zoomen? Wir sind hier unten, ne? Und müssen irgendwie zum Dorf. Ich weiß zwar nicht, wo das Dorf ist. Ja, was ich eben auch schon sagen wollte, ich habe ja zum Beispiel bei The Lost Ember habe ich ja auch länger gebraucht als andere, wo behauptet haben, ja, das Spiel geht ja eigentlich nur so und so lange, ne? Ich bin ja einer, der nimmt alles unter die Lupe und, ja. Wobei ich weiß gar nicht, wie viel man hier halt wirklich untersuchen kann. Ob es linear eher ist. Ich glaube, das Spiel ist ein bisschen linearer, ne? Als The Lost Ember. Auch wenn Lost Ember eigentlich auch relativ linear, weil, aber ja. Dann schauen wir mal, wie weit wir kommen. Ich dachte jetzt, dass ich gar nicht so weit komme hier in den 20 Minuten, also im ersten Part. Aber wir schauen mal. Oh, Vögel. Naja, ein bisschen schauen wir uns trotzdem an, was es hier gibt. Ah, hier zum Beispiel ist der Drache, ne? Kann ich dem... Oha! Sieht wohl sehr interessant. Hui! Also kommen wir jedenfalls ein bisschen schneller voran. So, schauen wir mal uns die Inseln ein bisschen an. Oh! Ein bisschen von der Grafik erinnert es natürlich an The Legend of Zelda The Wind Waker.
Ne? Ein bisschen, ja. Also ich meine, dort ist noch ein bisschen mehr gewesen. Ne? So, was ist denn das? Oh. Kehre um, Jual. Dieser Weg ist nicht für dich bestimmt. Schönes Tier, ehrlich gesagt. Das ist ja so ein japanisches Ding eher. So ein Fuchs mit zwei Schwänzen. Manche machen die sogar mit zwei oder vier. Also das ist ein Fabelwesen, ja? So viel man weiß. Ne? Man weiß ja auch nicht, was für Tiere früher alles gab. Weil es heißt ja nicht umsonst, irgendwie jeden Tag sterben so und so viele Tiere aus, die man nicht mal kennt, ne? Also Tierarten. Wir reden von Tierarten, ne? Jeden Tag sterben einige Tierarten aus, die man nicht mal kennt. Und das ist das Üble. Ich meine, die Dinosaurier hat man ja auch erst dann entdeckt, wahrscheinlich. Also wir Menschen jedenfalls. Als die schon längstens ausgestorben waren. Der Hintergrund? Naja. Da komme ich anscheinend nicht hoch. Zu wenig Wind. Vielleicht kann ich auch zum anderen Tier werden. Ich weiß es nicht. Ich weiß es gar nicht. Ah. Okay, das Tor wird wahrscheinlich da hinten sein. Ich kann die Karte leider nicht... Ich kann da mit der Karte nichts machen. Ich kann da nur nach oben oder unten. Oder? Ja, irgendwie kann ich da nicht wirklich viel machen. Also ich glaube, ja, da kommen wir her, ne? Ah, und da müssen wir hin. Ich glaube, da hinten ist die Stadt. Wie da überhaupt noch hinkommen? Wir müssen ein bisschen Wind haben. Ich bin sehr niedrig und ich kann nicht nach oben. Das ist das Höchste, was ich jetzt nach oben kann. Vielleicht machen wir dann so und oh. Ja, ich glaube, ich werde unter der Insel irgendwie. Und jo. Naja. Anscheinend bringt mir der Aufschwung jetzt hier auch nicht wirklich viel. Wenn wir hier mal... Was passiert, wenn ich hier nach unten falle? Das will ich jetzt mal wissen. Endlos fallen. Aha. Anscheinend ist ein Checkpoint hier. Naja, wir fliegen jedenfalls nochmal zur Insel hin, ne? Beziehungsweise sind wir jetzt auf der Insel? Ah ne, wir sind irgendwo anders gelandet gerade. Gut, dann würde ich sagen, wir schauen uns auf der Insel hier im nächsten Part um. Ne? Ich bedanke mich jedenfalls fürs Zusehen und macht's gut, liebe Leute, und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Memories of Old. Also, tschüss!